dass ich wette, wir keinen einzigen Diamanten bekommen haben, sondern die Diamanten dann alle hier rausgepoppt sind und decayed sind. Das heißt, wir haben keinen einzigen Diamanten bekommen. Das ist so unglaublich dumm. Das ist so unglaublich dumm von mir gewesen. Wir haben keinen einzigen Diamanten durch den Query bekommen. What the fuck? Willkommen, meine lieben Jungs. Willkommen zurück zum Mega-Projekt. Und ja, da sind null Spieler drauf. Hat er den noch nicht gesagt? Nächste Folge, dann nehmen wir mal jemanden dazu. Hat er gesagt. Aber dann dachte er sich, ja, lalalalala. Mach ich doch nicht. Und wenn ihr euch hier wundert, warum hier nichts ist, ich spiele mal kurz im Hintergrund ein, warum hier nichts ist. So, dann seht ihr nämlich hier, ich bin einmal vorhin schon auf dem Server, das heißt vorhin, gestern war das schon, auf den Server gegangen, um hier die Sachen abzubauen, die wichtig sind, ne, seht ihr im Inventar, werdet ihr das dann sehen. Also ihr seht ja, wie ich es abbaue, um einfach dem vorzubeugen, dass irgendein Spacko hier ankommt und das selber abmacht. Und ich weiß nicht genau, wie lange ich das aufgenommen habe, im Zweifel beschleunige ich das ganz kurz, aber dann können wir hier schon mal eigentlich abbrechen, unsere Zelte, und uns überlegen, eigentlich darf man ja keinen Zeitraffer machen, das heißt, fail, vielleicht, das war, weiß nicht, anderthalb Minuten, vielleicht Originalzeit, jetzt habe ich vielleicht auf eine halbe Minute runtergekürzt, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, vielleicht hat es sogar gepasst, auf jeden Fall, dachte ich mir, ich hau die Folge heute ein bisschen früher raus, so für 15 Uhr statt 16 Uhr normalerweise immer erst, dadurch könnt ihr mir dann aber schon um 15 Uhr Vorschläge unten in die Kommentare reinballern, was ich heute noch für eine Folge machen soll, denn ich möchte auf jeden Fall noch ein Video machen, weil wieder hier nur so alleine im Megaprojekt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu wenig. Zu wenig, zu viel, zu wenig. Warum fahre ich in die falsche Richtung? Zur Quarry? Nein, zur Stadt. Ja, zur Stadt. In die Richtung. Das war schon richtig. Kein Ding für den King. Ah, und ihr hättet mir geschrieben in die Kommentare. Dena, geh mal auf die Controls und mache mal das, was auf Y jetzt sein müsste. Nämlich den Boost Key auf die Leertaste. Und jetzt. Nee, jetzt kann ich nicht, gar nichts mehr. Ich kann jetzt nicht mal mehr sprinten. Ich kann jetzt nicht mal mehr springen. Mann! Ich wollte eigentlich... Nein, Options. Dass man halt den Boost und das Springen auf derselben Taste hat. Wo ist denn jetzt Springen hier? Jump, Jump, Jump. Nee, man kann das leider nicht da drauflegen. Das wäre natürlich ideal gewesen. Dann gehen wir nochmal auf die Controls und stellen nochmal den Boost-Key auf... Ja, auf was eigentlich? Vielleicht stellen wir es ja mal auf... Haben wir C schon verwendet? Also ich sehe hier kein C. C ist Side Inventory Key, aber wenigstens. C machen wir jetzt. Wehe, das geht nicht. Nein. Nein, C geht auch nicht. Was für ein Fail. Na, was für ein Fail. Komm, stellen wir den wieder um. Stellen wir den wieder um, bevor wir unsere Zeit verschwenden auf Y. Passt schon, kein Ding für den King. Sprinten und einfach sa. Einfach immer weiter, weiter. Ich muss, glaube ich, meinen Jetpack ausziehen. Dann macht das auch mehr Sinn. Mit dem ganzen Sprinten. So, einfach tschupp. Und man muss irgendwie... Ah, nein. Hoch da. Nein. Und Sprung. Das ist voll schwer. Voll schwer, das immer alles richtig zu machen. Ah, okay. Man muss irgendwie einfach nur... Man muss immer im Sprint bleiben. Und dann muss man... Ja. Erst springen und dann Y drücken. Ah, und dann kriegt man das schon. Dann kriegt man das schon irgendwie, sich schneller vorzubewegen. Aber irgendwie ist das noch nicht so ganz das Wahre. Noch nicht so ganz das Wahre. Man fragt sich immer so, ah, ist das wirklich, ist das Ende der Fahnenstange jetzt schon erreicht, wenn man hier so sprintet? Auf jeden Fall auf ihn nach Hause. Da vorne seht ihr schon die Stadt. Und begutachte mal, was meine Quarry so eingesammelt hat. Ob ich glaube nämlich, ich hatte zu wenig Kisten. Ihr habt es ja auch schon in den Kommentaren geschrieben. Ah, ob das nicht zu wenig Kisten waren. Aber so ist es jetzt passiert. Und das bedeutet ja natürlich, wenn wir zu wenig Kisten haben sollten, dass uns vielleicht Diamanten durch die Hände geritten sind. Das wäre so extrem scheiße, wäre das, wenn wir jetzt keine Diamanten hätten. Das wäre so scheiße. Ich sag mal so, wenn wir einen einzigen Diamanten finden würden, dann hätten wir Platz für 64 Diamanten. Eigentlich so, wenn das Lagersystem logisch arbeitet, denke ich mal. Aber wer weiß, ne? Wenn wir jetzt nämlich gar keinen Diamanten haben, wäre das so ein Fail. Wow, sind wir schnell, Junge. So macht's natürlich Spaß. Putz, Junge. Wow. Jawoll. Ja, das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Und jumpen wir drauf bei Tyronic. Putz, yeah. Richtig gut. Richtig gut. Und auf dem Dach gelandet. Yeah. So, da sind wir. Nein. Hoch, bitte. So. Rein ins Haus. Türe zu. Und da sind wir. Home, sweet home. Erstmal ein bisschen Gammelfleisch. Essen haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. So.
Electric Furnace. Nein, wir müssen erstmal nämlich unsere Query und sowas hier rein tun. Die Electrical Engines, die Query und den MFE, Item Tesseract und die Low Voltage Solar Arrays können wir eigentlich nämlich mal mitnehmen und unten anschließen, damit schneller UU-Matt erzeugt wird. Oh, da können wir auch den MFE mitnehmen. Ah, fail. Komme ich jetzt noch hoch überhaupt? Ja! Nein! Komm schon! Nein, spring hoch! Okay, das reicht gar nicht. Das heißt, gut, dafür muss man also immer wechseln zwischen Electric Jetpack und Lab Pack und so ein Shit. Aber gut, nehmen wir den MFE mit. MFE. Mhm. Oder wir vercraften den MFE noch runter zu einem MFSU. Das könnten wir natürlich auch machen. Das würden dann so eine riesige Energiespeicherung haben. Denn dann kommen wir dazu, was mir ein netter Zuschauer aus der Schweiz per Mail gesendet hat. So, MFE kommt da rein. Wir brauchen nur noch ein... Oh, die sind teuer, die Dinger. Aber kriegen wir hin? Na, aber... Ah, nee, wir machen es erstmal ohne. Erstmal setzen wir einfach das alles hier so hin. Schauen wir mal Creeper. Nein. Kein Ding für einen King. So. Und auf der Höhe hier unter jedem Loch muss das dann sozusagen einfach mal hin. Höhe hat Loch gesagt. So. Und so. Dann steigern wir schon mal nämlich unsere Energieausbeute um 50% immerhin. Und hier. Okay, und das war's sowieso erstmal. Gut, wie verbinden wir jetzt den ganzen Crap? Ich würde sagen, einfach ein Kabel hier hinten rum. Einfach angeschlossen. Zack, durch. Und dann können wir gleich den MFE schon mal als Energiespeicher hinsetzen. Und den können wir auch in einer der nächsten Folgen dann noch ausbauen auf einem MFSU. Aber da habe ich gerade noch gar keinen Nerv für. So. Okay. Und hier hinten dann natürlich noch eine Verbindung. Bauen wir das hier einfach mal. Ja, hier so außenrum. Macht das Sinn, das hier so außenrum zu setzen? Muss halt, ne? Was muss, muss. Weil ich glaube halt, wenn wir das genau so rumsetzen, ist das irgendwie ein bisschen sinnlos. Komisch, was war ich hier? Was tut der Däner hier? Ja, er weiß es mal wieder selber nicht. Und das ist natürlich immer extrem blöd, wenn man nicht mal selber weiß, was man dafür fabriziert. Aber wir machen es einfach mal. So. Ja, passt schon. Ich glaube, was wir machen könnten, ist, dass wir einfach die Verbindung hier kappen. Und stattdessen haben wir das gerade... Achso, mit der Wrench kann man die direkt abbauen, ne? Gut zu wissen. Ja, ich entdecke immer wieder Neues. Wenn wir es einfach hier so verbinden, dann können wir es auch wieder hier so zumachen. Da muss man keine Angst mehr haben, da vor dem Dunkeln. So. Und so. Nein, das war Fail. Der muss ja auch noch Strom produzieren können. Aber hier können wir das einmal zuhauen. Und ja, so lassen wir es jetzt aber mal. So. Ja, so passt das schon. So, das heißt, wir machen hier ein bisschen mehr Strom. Kriegen die auch... ja, so. Also jetzt ist gut, jetzt ist Nacht, das heißt Fail. Das können wir jetzt erstmal eh nicht sehen. Aber ja, hier, UU mit der Produktion läuft natürlich eigentlich immer noch gut weiter. Hätte ja Strom. Wir haben wieder UU-Meter ordentlich was erzeugt. Super Sache. Wundervoll. Aber jetzt sind wir hier beim Item Tesseract. So, ja, hier wurde ganz ein Kabel schon alles vernichtet. Und wir haben hier ordentlich Sachen gesammelt. Aber haben wir auch Diamanten bekommen? Fail. Wir haben so viel Nikolite bekommen, dass ich wette, wir keinen einzigen Diamanten bekommen haben. Sondern die Diamanten dann alle hier rausgepoppt sind und decayed sind. Das heißt, wir haben keinen einzigen Diamanten bekommen. Das ist so unglaublich dumm. Das ist so unglaublich dumm von mir gewesen. Wir haben keinen einzigen Diamanten durch den Query bekommen. What the fuck? Nein. Komm zurück. Wir haben keinen verdammten einzigen Diamanten bekommen. Ne? Der hätte natürlich hier rein oder hier rein. Aber wir haben es hier so eingestellt, eben, dass es nicht so ist. Fail. Und ihr habt noch gesagt, macht mehr. Aber das konnte ich nicht mehr sehen. Das waren einfach zu spät. Alter, was für ein riesen Fail. Ja, wir haben jetzt keinen einzigen Diamanten bekommen. Und manche dachten, ja, das sind Diamanten. Nein, das ist Apatite. Und das ist irgendwie so ein Scheißstoff, den wir nicht brauchen. Fail. Wir können natürlich, denk mal, wir haben ordentlich Gold gesammelt, so, daraus können wir uns auch Diamanten machen und wir haben UU-Matter und die Query können wir einfach nochmal neu aufbauen. Aber was ich dann nämlich eigentlich noch sagen wollte, netter Zuschauer aus der Schweiz hat mir so ein ganzes Schema mir gezeichnet, mir, beziehungsweise nennt man das Zeichnen, mir gestaltet oder wie auch immer man das nennt. Und zwar, dass wir halt hier unten eigentlich unsere so eine Energieproduktion halt aufmachen, beziehungsweise können wir auch den Atomreaktor anschließen oder das da hinten alles. Ich kann eigentlich hier auch mal den MFU da schon mal zwischen tun. Kann ich das? Ne, ich möchte erst craften. Ich möchte erst den anderen craften.
So, und dann halt hier die Energie erzeugen, dann wandeln wir die mit Hilfe von drei Blöcken, wandeln wir die um in Buildcraft-Energie, weil Industrial-Craft-Energie ist das hier halt Solarpanels und Buildcraft ist alles, was mit diesen Zeugs hier ist, mit Pipes und alles, eine Quarry ist auch Buildcraft, die hat eine andere Energie, aber die kann man so umwandeln mit verschiedenen Blöcken und dann schicken wir die per Energy Tesseract dahin, das heißt, bei der Quarry haben wir dann auch keine teuren Solarpanels mehr, sondern nur noch Tesseracts, die kann man gar nicht abbauen, soweit ich weiß, wenn man die auf Private schaltet. Also super Sache da schon mal und das heißt, man kann dann nur noch die Quarry selbst verlieren und die ist ja echt schnell gemacht. Ich meine, das ist natürlich eine super Sache, muss man sich keine Gedanken mehr machen. Ich glaube, das mache ich, aber es schaffe ich in der heutigen Folge nicht mehr. Was ich aber schaffen kann, ist schon mal Gold hier mitnehmen. Und nehme einfach schon mal, ne, und Eisen, weißt du, ich hätte die ganze U-Meter für Eisen so verschwendet, habe ich das. Das hätte ich nie machen müssen. Ich nehme jetzt einfach mal alles Gold mit, was ich so finde. Und das kann ich ja schon mal schmelzen und auch in Diamanten umwandeln, falls ich das brauche. Und ein bisschen Diamanten habe ich ja schon. Und ich brauche hier ein besseres, für die nächste Quarry mal hier so ein ausgeklügelteres Lagersystem. Aber gut, das war die erste Quarry-Erfahrung. Da kann auch mal was schief laufen. Kann man, ne? Ist auch kein Riesen. Was für ein Geräusch. Ist kein Riesending für einen King, aber natürlich schon ärgerlich. Naja, tun wir hier schon mal Spende. Tun wir hier schon mal das eine Ding hier rein. Haben wir hier noch ordentlich Energy. Ja, haben wir noch ein bisschen was, aber auch nicht mehr viel. Können wir eigentlich schon mal den Atomreaktor gleich nachfüllen. Aber erstmal gehe ich nochmal eine Runde schlafen. So, ab ins Bett hinein. Mann, jetzt haben wir keine freaking Diamanten. Das ist so blöd, das ist so doof, das ist so dumm, ist das einfach nur. Sorry, Alter, das ist ja so dumm. Ich bin so blöd. Naja, daraus muss man jetzt halt lernen, ne? Daraus muss man lernen und wir werden uns nochmal neue Overclocker-Upgrades werden wir auch nochmal machen. So, das hier muss nochmal schneller durchlaufen. Also, wir benötigen jetzt Diamanten definitiv, um halt den MFSU zu machen. Und zwar brauchen wir da erstmal, für den brauchen wir nichts. Zurück. Hierfür brauchen wir auch keinen Diamanten. Wir brauchen also 6 Diamanten erstmal, die wir alle als Energy Crystal ausbauen. So, das heißt, haben wir keine Diamanten mehr. Ne, die hab ich schon reingenommen. Gut, ich dachte schon. So, das heißt, wir brauchen nur 6 Diamanten. Aber wir brauchen ordentlich Redstone, was wir natürlich hier gerade nicht haben. Wo ich jetzt eigentlich nochmal runterlaufen müsste, es sei denn, ich habe hier noch hier noch Redstone. Ich habe gerade keinen Bock runterzulaufen, das heißt, ich verschwende U-Meter, das tut mir außerordentlich leid, aber that's how I roll, bitches. Okay. Ich hoffe, das reicht. Für 6 Stück davon. So. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja, das reicht. Das reicht perfekt. Ja, wenn das nicht mal ein Wink mit dem Schicksalspfahl ist oder wie man sowas nennt. So, die müssen dann natürlich alle noch umgecraftet werden in ein Lapidian Crystal. Boah, das heißt, wir bauen 12 Electronic Circuits. Und dann brauchen wir hier noch ein Electronic Circuit. Das heißt, wir brauchen 13 Electronic Circuits. 13 Stück, wo wir erstmal Copper Cable ordentlich brauchen. Man kann das Fragezeichen hier drücken, ne? Ach, und dann hat man das da so drin. Ach, wundervoll. Aber auch wenn ich da rausgehe. Ah, schade. Aber okay, dann kann man das gleich anordnen. Ich brauche auf jeden Fall ordentlich Copper Cable. Ich meinte ordentlich, nicht wenig. Naja. Machen wir das nochmal so. Ich brauche ja Copper Cable en masse. So, machen wir einfach mal fertig hier. Nein, das wollte ich jetzt auch nicht, so viele von den normalen Kabeln. Egal, wenigstens. Alter, haben wir jetzt so wenig Copper-Cable? Hoffentlich reicht das. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht, ob das reicht. Sonst können wir hier, haben wir hier nochmal... Nein, haben wir nichts mehr. Mann. Gut, hoffen wir mal, dass 52 reicht. Wir brauchen 13 mal 6. Und das ist, ja, zu wenig. Zu wenig, zu wenig ist zu wenig. Dann müssen wir Sticky Resin machen. Sticky Resin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 21, 21, 21. Ich werde Sticky Resin komplett so machen. Man braucht da keine Farm für. Das ist aus U-Meter viel besser, schneller zu machen einfach. Also warum sollte man? So, rein mit dem Overclocker Upgrade. Rein mit dem Zeugs hier. Oh yeah. Bisschen was brauchen wir schon. Gut, ansonsten brauchen wir aber natürlich noch weitere Sachen, um uns diese schönen Circuits zu machen. Wir brauchen ein bisschen Eisen und ein bisschen Redstone. Da können wir uns natürlich
Und Refined Iron. Wir können uns schon mal Redstone aber schon mal komplett hochholen. Wir können uns schon mal Redstone hochholen. Denn davon sollten wir auch jede Menge haben eigentlich. So viel haben wir gar nicht. Copper haben wir aber auch. Ach schön, dann müssen wir uns das nämlich nicht alles aus Humid halt machen. Aber erstaunlich wenig Redstone, ne? What? Nur ein Stack? Wahrscheinlich, weil es auch alles halt unten war. Und unten dann halt kein Platz mehr war in den Kisten. Das ist alles verloren gegangen, ist was da war. So ein harter Fail. So ein harter Fail. Der. Aber dafür haben wir Copper und Iron und Zinn, glaube ich, jetzt en masse. En masse. Also wirklich mehr als genug. Und das natürlich sehr, sehr schön. So. Jetzt haben wir über einen Stack. Ich mache aber trotzdem nochmal ein paar. So. Nein. Fail. So. Und jetzt sollten wir aber genug davon haben. Haben wir die schon im Inventar richtig? Wir brauchen Redstone. Und wir brauchen Refined Iron. Und Refined Iron haben wir hier auch noch. Ich hoffe, das reicht. Silber, Bronze, Zinn. Ansonsten haben wir nur noch 36. Reichen das? Ich weiß gar nicht. Schauen wir mal. Schauen wir doch einfach mal, ob das reicht. So, Query Zeugs. Also, wir brauchen Circuits. Und Fragezeichen. So, das heißt. Ah ne, Zinn ist das, glaube ich, sogar. Ich glaube, das ist Zinn. Oder? Ist das Zinn oder ist das... Schauen wir nochmal nach. Ne, Refined Iron. So, gut. Also, Refined Iron. Dann Redstone. Und dann Kabel hier überall rein. Das ist natürlich super praktisch. So, wir brauchen 13 Stück davon. Ich hoffe, das reicht. Wow, scheint zu reichen. Wundervoll, so. Dann kann das hier alles wieder zurück. So, und wir brauchen stattdessen von den Leperton Crystals welche. Und dafür brauchen wir noch Lapis Lazuli. Yay! Lapis Lazuli. Und das nicht zu knapp. Aber wir schaffen das noch, wir schaffen das noch. Wundervoll. Nein, den hier wollte ich machen. Leperton Crystals und da. So, das heißt, sowas kommt hier hin, sowas kommt hier hin und... Hier. Alles klar. So. Davon brauche ich jetzt aber nur 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Okay, 6 Stück haben wir gemacht. Dann sind wir jetzt aber schon, glaube ich, schon fast fertig. Wir brauchen noch den Advanced Machine Block. Kein Bock. Ein Advanced Circuit. Redstone und Glowstone. Das heißt, wir brauchen nochmal 2 Glowstone oder 4. Holen wir uns einfach mal alles. Und packen schon mal das Gold hier in den Ofen, woraus wir uns ja im Endeffekt neue Diamanten craften können durch den Minium Stone Upgrade Zeugs. So, den schauen wir uns aber auch nochmal an, wie wir den machen. Fragezeichen. So. 2 hier rein. Dann Redstone hier so. Und ein bisschen hiervon. Und da haben wir schon unseren Advanced Circuit. Gut, das heißt, wir haben jetzt schon alles. Bis auf unseren Advanced Machine Block. Machine Block, kein Ding für den King. Ah, aber Advanced Alloy und Carbon Plates. Haben wir vielleicht noch was? Das wäre wundervoll, aber es sieht leider nicht danach aus, dass wir noch welche davon haben. Nur Dense Copper Plates. Doch, Advanced Alloy haben wir noch. 4 Stück und Reinforced Stone. Vielleicht haben wir noch andere Sachen. Nein. Advanced Alloy, aber brauchen wir, war das wie viel? Advanced Alloy brauchen wir nämlich nur 2 Stück. Und dann brauchen wir noch... Carbon Plates, jawohl. Da brauche ich natürlich jetzt Kohle. Und das nicht zu knapp. Brauche ich 8 oder 16? Ich weiß es nicht. Und wir haben gerade gar keine Kohle? Wir haben gerade keine Kohle? What? Wir haben keine Kohle. Muss ich jetzt einfach runter, um mir Kohle zu holen, oder was? La 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 la. Ich brauche echt mal so ein Portal, dass ich einfach so hoch und runter gehen kann, wie Spark das mir gezeigt hatte. So, aber Kohle sollten wir haben. Ja, ne, Kohle haben wir hier so viel, wie man... What? Ich hätte Flint hätte ich zum Beispiel gar nicht gebraucht. Das hätte ich auch mal in diese Kiste, die alles automatisch löscht, reintun sollen. Na, fail. Aber so ist das Leben. Und manchmal, wenn das Leben so ist, wenn das Leben, das spielt einem mit, das spielt einem übel mit. So, Kompressor. 16 Stück wollte ich da, glaube ich. Ich tue mal 16 Stück. Nein. Ich glaube, erstmal muss ich Kohlestaub im Macerator daraus machen. Nein. Nein, raus damit. Okay. Und, so, auch nicht 32, sondern 16. So, 16. Und die Overclock-Upgrades kommen da raus. Und die Overclock-Upgrades kommen da rein. Rubber kommt hier rein. Und, schon mal einmal schnell hier alles wieder einsortieren. Glowstone brauche ich eigentlich nicht mehr.
Gold, das tue ich auch erstmal hier rein. Und Kohle natürlich auch. So, dann bekommen wir nämlich hier unsere Kohle Dust raus. Die machen wir erstmal so. Okay. Dann haben wir zwei Raw Carbon Fiber. Die machen wir dann so. Das ist ein Raw Carbon Mesh. Und das kommt in den Kompressor. Jawohl. Ja, das funktioniert. Das funktioniert ja schon. Und dann kommt der hier raus. Und das kommt hier rein. Und, na, mach fertig. Und hier müssen wir nochmal kurz craften. Ah, im Kopf habe ich es gemacht. Im Kopf, meine Lieben, ja. So, zwei Stück und Raw Carbon Mesh und bla 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 bla. Da ist das Ding. Und da sind beide fertig. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon alles. Wow, das wäre schnell gegangen. Das wäre echt voll schnell. Was kommt da in die Mitte? Nein, da kommt in die Mitte, kommt ein, da. Ich zeige es euch. Ich sag euch, ich weiß, wie das funktioniert. So. Und zwar ein schöner, einfacher Maschinenblock. Einfach mal rum mit dem Ding, Zeugs hier. Maschinenblock, ab in die Mitte. So, da ist das Ding. Advanced, da, la, 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 la. Und schon haben wir unseren fetten MFSU. Yay! So, fertig gecraftet. Geile Sache. Runter damit, dann kann ich auch die Folge beenden. Denn das ist jetzt einfach mal der Zwischenspeicher hier. So, schreibt mir Vorschläge bitte unten in die Kommentare. Also, wo mache ich den eigentlich hin? Ich würde einfach mal sagen, ich mache den einfach mal, gar nicht so einfach, wo ich den hin tun soll. Ich würde sagen, ich tue ihn einfach von unten, tue ich den hier ran. Jawohl. So mache ich das, ne? Der wird sich dann hier mit der Zeit füllen und so, dass ein bisschen Energie gespeichert wird. Schreibt mir Vorschläge, was ich noch heute für ein Video machen soll, unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.